Ich begrüße Sie zu Teil 16 meines Informationsdienstes Leben ohne Krankheit. Heute kann ich aus Zeitgründen leider keine Fragen aus vergangenen Kapiteln beantworten. Ich bitte um Entschuldigung dafür, aber unser Programm heute ist sehr anspruchsvoll. Es geht um die Einordnung von Methoden bei Diagnostik und Therapie sowie um Handlungsweisen mit der Absicht auf ein langes Leben ohne Krankheit. Hierbei gibt es meines Erachtens eine Reihe von verschiedenen Aspekten zu beachten. Es geht also um nichts anderes als um Ihre Entscheidungsprozesse in einer wichtigen Frage Ihres Lebens. Grenzen wir erst einmal ein, worum es geht. Es geht erst einmal um die Ausgangsfrage: Kann ich ohne Krankheit leben? Oder anders formuliert: Wie gelingt es mir, ein Leben lang zu leben? Bei der Beantwortung haben wir sicher sehr individuell abweichende Positionen. Und das bei gleichem Ziel, nämlich dem Leben ohne Krankheit. Mit dieser Bemerkung meine ich, dass ein junger Mensch anders darüber nachdenkt als ein älterer. Oder ein Erkrankter denkt anders als jemand, der sich zu den Gesunden rechnet. Jemand, der den Verbrauch von Genussmitteln extrem und extensiv lebt, denkt zu dieser Frage anders als jemand, der bei Ernährung und Bewegung für seine Gesundheit schon jetzt ein Optimum anstrebt. Auch eine Person, deren nahe Angehöriger gerade schwer erkrankt ist, bekommt plötzlich eine andere Sichtweise. Erst recht, wenn dieser nahe Angehörige an einer Krankheit verstirbt. Sie wird plötzlich viel aufgeschlossener gegenüber unserer Frage. Ich möchte mit meinen Bemerkungen und Hinweisen möglichst allen gerecht werden. Das ist sehr schwer. Deshalb betrachten Sie meine Ausführungen als Anregung aus der Sicht eines Zeitgenossen, der sich zu dieser Frage viele Gedanken gemacht hat und dem es ein Bedürfnis ist, ein Angebot an Informationen zu bringen. Mein Angebot soll sich auf Ihr Wissen zur eigenen Entscheidung auf dem Weg zu Leben ohne Krankheit positiv auswirken, wie Sie sich auch immer in dieser oder jener Frage entscheiden werden. Diese Position habe ich auch zu den bereits gelieferten Informationen bei den bisherigen Sachfragen bezogen, ohne es explizit zu nennen. Heute geht es aber mehr um Prinzipien, wenn nicht gerade um Ihre eigene persönliche Gesundheitspolitik. Leben ohne Krankheit kann ich als offensichtlich Nicht-Kranke anstreben, indem ich nicht krank werde. Es gibt eine Menge Verhaltensweisen inklusive Gestaltung der eigenen Umwelt, die Einfluss haben auf die Wahrscheinlichkeit, selbst eine Krankheit zu erleiden oder eben nicht. Die Einflussfaktoren können von innen kommen und von außen auf uns einwirken. Von innen meine ich zum Beispiel das biologische Altern oder die psychische Lage, in der ich mich befinde. Von außen gibt es zum Beispiel Nahrung, Luftverschmutzung, ionisierende Strahlung, extreme Temperaturen, Kontakt zu Parasiten und Stress durch unsere soziale Umwelt im Privaten oder im Beruf. Soweit zur Situation eines Gesunden, der nicht krank werden soll. Besteht eine Erkrankung, so muss ich diese besiegen, um den Zustand Leben ohne Krankheit zu erreichen. Leider ist dabei nicht unbedeutend, welche Risiken die einzelnen medizinischen Handlungen in Diagnostik und Therapie für uns bringen. Diese Risiken beeinflussen unser Leben nach der medizinischen Maßnahme. Diese Frage ist schwer zu beantworten, vor allem für medizinische Laien. Aufgrund der Struktur unserer Gesellschaft können wir uns hier auf die medizinischen Fachleute nur sehr eingeschränkt verlassen. Ich werde im Verlauf der Ausführung darauf eingehen. Wir haben also zwei abweichende Ausgangssituationen, die im Laufe des Lebens sicher von jedem Individuum abwechselnd beide eingenommen werden. Erstens, gesund mit dem Ziel, nicht krank zu werden. Und zweitens, krank mit dem Ziel, gesund zu werden. In der ersten Gruppe sind wir offensichtlich weniger auf Spezialisten angewiesen als in der zweiten. Gesunder Menschenverstand und dokumentierten Verhaltensweisen derjenigen, die in der Wahrnehmung eines erfüllten Lebens ohne Krankheit über 100 Jahre alt werden, bringen uns weiter. Die jetzigen gesunden Alten oder
Einige Vorfahren lebten oder leben es uns im wahrsten Sinne des Wortes vor. Ich erwähnte schon den Präventionswissenschaftler Gerd von Kunert, der in seinem Buch »Ein Leben lang leben« die Menschen in den Regionen besuchte, wo man gesund und leistungsfähig über 100 wird. Von einigen Regionen meint man bis heute, die Menschen würden das Sterben vergessen haben. Von diesen Menschen können wir zu unserer Basis des gesunden Menschenverstandes eine Menge dazulernen. Das Buch von Kunert hilft uns beim Verstehen. Ich beziehe mich nachfolgend auf das Buch und betrachten Sie diese Aussage als Literaturbezug. Es werden folgende Fragen behandelt. Sie alle können uns weiterhelfen. Zunächst nenne ich die Fragen. Danach gehe ich jeweils ganz kurz auf jede einzelne ein. Wie schon gesagt, ich halte mich an von Kunert. Nun kommen die Fragen aufgelistet. Erstens, warum werden einige Menschen 120 Jahre alt, andere noch nicht einmal 70? Zweitens, warum werden Menschen in bestimmten Regionen deutlich älter als in anderen? Drittens, sind Disziplin, Zuverlässigkeit, Konsequenz und Macht der Gewohnheit lebensverlängernd? Viertens, was unterscheidet Früh- von Spätsterbenden? Fünftens, welche Rolle spielt die Ernährung? Sechstens, was bewirkt Bewegung? Siebentens, wie viel Sport ist gesund? Achtens, ist der Stress an allem schuld? Neuntens, welchen Einfluss hat die Leistungsgesellschaft auf die Entstehung von Stress? Zehntens, über wie viel Energie verfügen wir? Elftens, wer sind die größten Energieverbraucher im eigenen Körper? Zwölftens, welchen Einfluss hat Sauerstoff? 13. Wie groß ist die Bedeutung unseres Lebensstils? 14. Wie beeinflussen das Selbstbewusstsein und der Mangel daran die Energiepotenziale? 15. Was hat die Bildung mit dem eigenen Leben zu tun? 16. Das ist letztens. Was können wir selbst tun? Kommen wir zur ersten Frage. Also erstens, warum werden einige Menschen 120 Jahre alt und andere noch nicht einmal 70? Jeder Organismus hat anscheinend seine determinierte Lebenserwartung. Fische werden über 200 Jahre alt, Kriechtiere wie Hummer oder Krokodile 100 Jahre alt, Vögel und Elefanten 90 Jahre und Schwämme werden sogar 10.000 Jahre alt. Die Lebenszeit des Menschen schwankt dagegen drastisch. Wir kommen ja in den weiteren Punkten noch auf die Gründe. Deshalb lassen Sie es mich hier am Beispiel von Maulwurf und Wühlmaus erklären. Der Maulwurf wird 4 Jahre alt, eine Wühlmaus nur 2. Beide sind etwa gleich groß und leben in denselben Gängen unter der Erde, unter denselben Bedingungen. Aber es ist leicht zu erkennen, dass die Wühlmaus durch die vielen Feinde ständig unter großem Stress zu leiden hat. Katze und Marder, Wiesel, Bussard, Falke, Eule und der Mensch verfolgen sie ständig und halten sie auf Trab. Demgegenüber lebt der Maulwurf, der einfach unter der Erde bleibt, viel gemütlicher. Es ist offensichtlich der Stress, der die Maus früher sterben lässt als den Maulwurf. Das ließe sich ohne Problem im Tierreich an vielen, vielen weiteren Beispielen zeigen. Dazu fehlt jetzt die Zeit. Aber bei den Menschen scheint es ähnlich zu sein. Deshalb schwankt die Lebenszeit des Menschen drastisch. Ich weiß, dass die Frage hier oberflächlich beantwortet wurde, aber die knappe Zeit lässt uns nicht mehr Raum. Mit Beantwortung der nächsten Fragen gibt es hoffentlich detailliertere Antworten. Kommen wir zur zweiten Frage. Zweitens, warum werden Menschen in bestimmten Regionen deutlich älter als in anderen? Es wird berichtet, dass die mit einer hohen Lebenserwartung ausgestatteten Japaner, nämlich 30.000 Okinawesen, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Brasilien ausgewandert sind. In Japan hatten diese Menschen eine Lebenserwartung von über 90 Jahren. In Brasilien lebend erreichten die ausgewanderten Okinawesen keine höhere Lebenserwartung als die dort lebenden Brasilianer und starben wie diese mit ca. 76 Jahren. Auch das soll nur ein Beispiel sein. Von den Hunzas berichtete ich schon in einem früheren Kapitel.
Die Hunzas leben im Himalaya und werden dort 120 Jahre alt. In diesen beiden Regionen, nämlich bei den Japanern und Hunzas und zusätzlich im Norden von Russland, auf ausgewählten Inseln in Griechenland und Sizilien sowie in anderen Regionen, ist allen Menschen Folgendes gleich, nämlich, dass sie sich täglich ausreichend bewegen, keine Pensionierung kennen und tanzen oder spielen. Es ist auch wahr, dass diese Menschen bis zum Tod weder Arzt noch Apotheke kennen. Von Kunert hat ermittelt, dass diese gesunden Alten durchweg in mindestens 500 Kilometer Entfernung zum nächsten Arzt leben. Dritte Frage. Drittens, sind Disziplin, Zuverlässigkeit, Konsequenz und Macht der Gewohnheit lebensverlängernd? Diese Frage möchte ich auch lediglich mit einem Beispiel beantworten. Ich denke, dass es verallgemeinerungswürdig ist. Mit 125 Jahren ist ein Indianer in Bolivien der derzeit älteste Mensch. Er lebt in den Anden ungefähr in einer Höhe von 4000 Metern. Bis auf altersbedingte Einbußen beim Hören und Laufen ist er noch sehr gesund. Dieser Mensch hat seinen Wohnort nie verlassen. Er bewegt sich ausschließlich zu Fuß und ernährt sich von dem, was er in seiner Gebirgslage findet. Er schwört auf das Stinktierschmalz, das er gelegentlich isst. Dieser Indianer und gleichzeitig wohl älteste Mensch auf der Erde bewegt sich also ebenso wie andere prominente und sehr alt gewordene Menschen selten von seinem Heimatort weg. Mit prominenten Menschen meine ich Immanuel Kant oder Pablo Picasso oder Max Liebermann oder Richard Strauss. Ich meine auch Johannes Heesters, Schopenhauer, Leibniz, Voltaire, Russell und Heidegger. All diese Menschen haben eine strenge Disziplin gelebt, waren immer zuverlässig und konsequent und haben Lebensgewohnheiten niemals aufgegeben. Damit meine ich zum Beispiel den streng geregelten Tagesablauf. An dieser Stelle unterbreche ich meine Erklärung zu den aufgelisteten Fragen und gebe zwei menschliche Beispiele wieder. Von zwei Menschen gebe ich einfach deren Hinweise wieder, die sie als Antwort auf die Frage gaben, was wohl das Wichtigste ist, um gesund alt zu werden. Die erste Person ist ein Grieche und heißt Stamatis. Er lebte als Auswanderer in den USA in New York. Bei einer Untersuchung stellten die Ärzte bei ihm Krebs fest und meinten, er hätte nicht mehr lange zu leben, wenn er sich nicht einer Chemotherapie unterziehen würde. Man gab ihm nur noch wenige Monate Zeit zum Leben. Der Grieche ging auf die Chemotherapie nicht ein und reiste in seine Heimat auf seine Insel Ikaria, um dort alles zu regeln, was vor dem baldigen Tod zu erledigen sei. Er kümmerte sich um das Vieh und war im Garten fleißig. Das entsprach den üblichen Tätigkeiten der einfachen Menschen in seinem Heimatort. Er traf sich auch regelmäßig mit anderen Dorfbewohnern, sprach, spielte, tanzte und trank mit ihnen. Die Zeit verging und dem vermeintlich Schwerkranken ging es immer besser. Keine Anzeichen vom baldigen Sterben. Er war bereits 98 Jahre alt, als er wieder nach New York reiste, um seine Ärzte zur Rede zu stellen. Doch jeder von denen war bereits längst verstorben. Soweit zum ersten Beispiel einer Person. Erlauben Sie mir, meine Bemerkungen dazu zurückzuhalten. Dafür gebe ich Ihnen gern an, was er für Vorschläge für ein langes und gesundes Leben hat. Ich bringe die Vorschläge. Schlafe und mache Pausen. Höre auf, dich zu sorgen und zu spät zu kommen. Pflanze in deinem Garten, dünge und iss seine Früchte. Verliere nie das Gefühl für Sinn und Zweck des Lebens. Bleibe dran, habe Sex. Nimm täglich ein Placebo, zum Beispiel einen Löffel Honig, weil der gesund halten soll. Erklimme zwei Hügel am Tag. Tue etwas, um dazuzugehören. Gehe in die Kirche, den Tempel oder die Moschee. Umgib dich mit Leuten, die genauso denken. Soweit zum ersten Beispiel. Die zweite, das Beispiel abgebende Person heißt Konrad Turano, der bis 2007 weltweit
älteste aktive Artist. Er übte noch als 96-Jähriger täglich 2 Stunden und trat abends im Varieté oder im Fernsehen auf. Auf die Frage nach seiner Fitness im hohen Alter antwortete er: Ich halte mich jeden Tag mit einem kleinen Training fit. Dafür kann ich erstens länger und weiter als andere gehen, schneller gehen, die Straße schneller überqueren, mehr Treppenstufen steigen, Treppen schneller steigen, selbstständig von Stuhl oder Toilette aufstehen, selbstständig die Badewanne verlassen, schwere Taschen nach Hause tragen, schmerzfrei die Gelenke bewegen, mich selbstständig an- und ausziehen. Ich stürze weniger schnell. Ich bin zufrieden, ich bleibe geistig fit und lebe schon lange länger als mein Vater. Soweit also der Artist. Diese beiden Beispiele von dem Griechen Stamatis und dem Artisten Turano sind sicher sehr lehrreich für uns, wenn es um die Frage geht, als Gesunder nicht krank zu werden. Es hat bisher anscheinend noch nicht viel mit Ernährung zu tun. Jedenfalls habe ich ja schon in einem früheren Kapitel berichtet, dass es wohl anscheinend nicht die super alt werdende Nahrung gibt. In den vielen Regionen, wo man locker und gesund weit über 100 wird, sieht die übliche Nahrung total anders aus. Ich stelle nun fest, dass die Zeit sehr vorangeschritten ist. Aus diesem Grunde beende ich jetzt dieses Kapitel und spreche morgen in Teil 17 weiter. Ich hoffe, Sie freuen sich darauf.